Großkoalitionäre, los du. So, und als erstes würden wir mal bitten die Frau Scharf, dass sie mal unseren ersten Sachpreis zieht. Wir müssen dann natürlich kontrollieren, ob auch alle Antworten richtig sind, die da gegeben wurden. Darf ich mal ganz kurz das kontrollieren? So, das schaut alles ideal aus und gewonnen hat. Gewonnen hat Fritz Demel aus München. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl, jawohl, jawohl. Ja. Da ist der Herr Demel ja Wahnsinn, er ist ausgezeichnet. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Sehr schön. Was kriegen Sie denn, Herr Demel? Was können Sie bei der Glücksfee bedanken, dass Sie so viel haben? Modern wollen Sie haben. So, das darf dann auch gleich die Frau Scharf überreichen. Ja. Bitte sehr. Vielen, vielen Kaffee Dank. Herzlichen Dank. Also, danke. Haben wir die Tasche dazu? Herzlichen Glück. Das hat sich doch rentiert, oder? Ja, schon. Das sehen Sie mal, wenn man beim Bayerischen Landtag ist. Da muss man gar nichts machen. Da bin man sofort. Danke schön. Also Glückwunsch. Alles gut. Ja, hallo, was machen Sie denn hier? Ja, hallo, ich bin gerade unterwegs zur Bürgersprechstunde des Bayerischen Landtags. Und bin die Leute können Sie dort eine Stunde lang begrüßen? Ja, selbstverständlich. Wir unterhalten uns über die wichtigsten politischen Themen, über unsere Arbeit im Landtag, aber auch über die Nöte und Sorgen der Bürger, die ich gern aufnehme und dann im Landtag zu Anträgen verarbeiten werde. Ja, super, dann werden wir Sie gleich besuchen. Vielen genau, Dank. Bis dann. Tschüss. Ciao. Hallo Frau Ebner-Steiner, wie geht's Ihnen im Landtag? Beim Einzug in Ihre Büros hatten Sie ein bisschen Probleme. Einige abgewählte Landtagsabgeordnete, insbesondere welche von der SPD, konnten sich wohl nur schwer von ihren Räumen trennen. Der Einzug in Ihre Büros hat extrem lange gedauert. Ja, das stimmt. Am Anfang hatten wir nur zwei Büros. Und dann haben wir jetzt vor 4 Wochen unsere Büros endlich beziehen können, weil die SPD hat sich dementsprechend lange Zeit genommen und hat natürlich viel Arbeit für die Handwerker hinterlassen. Heute sind wir ja auf der Handwerksmesse. Ich habe auch schon viele Gespräche mit Handwerkern geführt. Die AfD ist nämlich die Mittelstandspartei. Wir haben auch schon viel für das Handwerk erreicht. Wir haben zum Beispiel einen Antrag der Bundestagsfraktion gehabt zur Einführung der Meisterpflicht. Mittlerweile hat sich auch die CDU-CSU bewegt und fordert mittlerweile auch wieder die Einführung der Meisterpflicht. Denn Unternehmen, in denen Meister beschäftigt sind, arbeiten prinzipiell besser und es gibt weniger Probleme für unsere Bürgerinnen und Bürger bei ihrem Bauvorhaben. Sie sind ja sehr bürgernah, man trifft Sie ja fast auf allen Veranstaltungen. Heute stehen Sie eine Stunde für Fragen der Bürger zur Verfügung. Sie haben schon ein bisschen gesprochen, was haben die Bürger denn gefragt? Ja, ich bin natürlich immer sehr volks- und bürgernah. Im Wahlkampf war ich immer unterwegs mit Ebner-Steiner, hört zu. Heute war ich hier eine Stunde am Stand vertreten. Ja, die Bürger haben mir ihre Nöte geschildert. Es waren aber nicht nur Bürger da, es waren auch Handwerker da. Die haben mir erzählt über die Bürokratie, über die ausufernde Bürokratie und dass dagegen etwas unternommen werden muss. Da habe ich gesagt, natürlich, da hilft nur, jetzt dann im Mai AfD zu wählen, denn die AfD steht für den Bürokratieabbau, der vor allem in Brüssel verursacht wird. Die Bürger haben den Eindruck, dass die AfD frischen Wind in den Landtag gebracht hat. Stimmt das? Das kann man wohl sagen. Wir schauen den Altparteien so richtig auf die Finger. Und dementsprechend haben sie jetzt nicht mehr so ein angenehmes Leben, wie es die Jahre zuvor war. Vielen Dank für das Interview. Nichts zu danken. Schön, dass wir das jetzt gemacht haben. Das ist eigentlich auch für euch so. Ja. Wir haben hier das Bild.